Ja, also herzlich willkommen zur zweiten Präsentation zum Thema Dionysos. Die erste findest du auch im Kanal. Wenn du Lust hast, kannst du dir auch noch mal reinziehen. Das hier ist der zweite Teil zum Thema Ekstase, Rausch und Katharsis. Ja, also du darfst starten. Ja, es gab sie dennoch. Trotz der ganzen Patriarchalität und Maskulinität und Verkopftheit gab es also im antiken Griechenland immer noch den Raum für diese veränderten Bewusstseinszustände. Hier zum Beispiel, das Beispiel vom Orakel von Delphi. Da wurden also auch verschiedene Dinge vermutlich benutzt. Ich denke, es war mehr als nur Dämpfe, die aus dem Boden emporstiegen, wie man sagte, die ein Medium in einen ekstatischen Dipythia, das ist von Python, ne, also die Schlangenpriesterin, in einen veränderten Trancezustand versetzte, durch die Dämpfe, die da eben zugegen waren. Und die dann eben weissagte, prophetisch die Zukunft vorhersagte oder Dinge vorhersagte. Und es gibt mehrere Belege, auch Inschriften, die auf Tafeln, so Schrifttäfelchen, niedergeschrieben wurden oder auch von Leuten, die da gewesen sind, die das dann niedergeschrieben haben, die hinterher auch eingetreten sind. Die Pythia hat zum Beispiel auch den Untergang des Orakels ziemlich akkurat vorhergesagt und andere Dinge. Ja. Ja, und da ist also Gott und die Welt sind dahin gepilgert, um sich Informationen zu holen zu bestimmten Themen, Anregungen zu holen, ja, wo das eigene Leben quasi sich möglicherweise hinentwickeln soll. Und das ist so ein klassischer Dreifuß, auf dem die dann gesessen hat zum Beispiel, wurde auch zum Räuchern verwendet. Also so ein klassischer Kultgegenstand aus dieser Zeit. Genau, und es gab eben nach wie vor diese Orte der Erdmysterien. Hier sieht man so einen Nachbau von Delphi, damit man mal so eine Idee bekommt, wie groß das auch war und wie wichtig das auch war. Und wenn man sich natürlich auch das Tal anguckt oder zurückdenkt an das erste Video, wo wir das auf dem ersten Bild das Tal gesehen haben, die Griechen haben diese Plätze immer an sehr exponierte Stellen gebaut. Wenn man sich jetzt vorstellt, du sitzt da in so einem Amphitheater oder wo auch immer und guckst dann eben über die Weite des Tals oder über das Meer, alleine das macht ja schon was mit dir, dieses Panorama. Und da muss man sich ja vorstellen, wie sind die Leute da hingekommen? Ja, sind ja nicht mal eben mit EasyJet da hingeflogen, eine halbe Stunde im Taxi, sondern die mussten dann tagelang, wochenlang vielleicht sogar da zu Fuß oder ja, auf einem Reittier irgendwie da hinkommen. So, und das macht auch etwas mit einem. Wer schon mal eine Pilgerwanderung gemacht hat, irgendwo mit einer bestimmten Intention irgendwo hin, der wird das wissen. Und der zweite Ort, über den ich gerade schon im ersten Video ein bisschen gesprochen hatte, ist Eleusis gewesen. Und das war eben die Initiations- und Kultstätte der Demeter-Mysterien, in die man im Grunde eingeweiht werden konnte. Und Stan Groff hat mir mal gesagt, es waren im Telestrion war gut Platz für um die 3000 Leute. Und da ist also sehr, sehr viel passiert einfach in jedem Jahr an Initiation und an diesen veränderten Bewusstseinszuständen im Extremen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, welche Auswirkungen das hat auf so eine kleine Kultur wie die Antike, und ich hatte das vorhin schon gesagt, die großen Philosophen, viele von denen auch Politiker, sind dort an Reihe quasi initiiert worden. Und was genau dort passiert ist, weiß man nicht, aber man weiß zumindest, dass weil es stand unter Todesstrafe, darüber zu sprechen, was genau dort gemacht wurde. Die Berichte derer, die da waren, sind aber so extrem lebensverändernd, dass es schon einen ziemlichen Einschlag gegeben haben muss in der Persönlichkeitsstruktur. Und die Griechen waren ja sehr vertraut, auch mit Rauschzuständen, mit Sexualität und allem Möglichen. Also das alleine kann es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Und deswegen haben Albert Hofmann, Gordon Wasson und andere die These aufgestellt, dass dort eben psychedelische Substanzen zum Einsatz kamen. Die haben dann eben die These aufgestellt, dass es der Mutterkornpilz der eben auf dem Korn wächst und auch im Mittelalter noch zu massenhaften Rauschzuständen der Bevölkerung geführt hat, weil das Volk dann einfach Mutterkornverseuchtes Brot bekommen hat und die Adeligen hatten das bessere Brot.
Es gab ja im Mittelalter auch die Tanzwut, wo dann Leute auf einmal in Scharen getanzt haben wie die Verrückten und nicht mehr aufgehört haben. Und diese Tanzwut-Epidemie, und die hing wahrscheinlich damit zusammen, mit dieser Mutterkornvergiftung. Und Hofmann hat ja diesen Mutterkornpilz dann eben, hat das extrahiert, hat daran geforscht und ist darüber dann ja letztendlich auch auf die Substanz LSD gekommen. Und ja, also vermutlich hatten die Griechen schon eine Möglichkeit, damit umzugehen und diese Mittel, auch natürlich Pilze und so weiter, für Initiationszwecke zu nutzen. Und das machen ja alte Kulturen, schamanische Kulturen auch heute noch so. Und ja, letztendlich beruhen ja alle Kulturen da drauf, auf diesen veränderten Bewusstseinszuständen. Wir haben das nur vergessen und haben dafür eben keine Plätze, keine Räume mehr oder es ist sogar eben illegal, diese Dinge zu nutzen. Das ist jetzt hier auch keine Empfehlung, diese Dinge einfach blind zu konsumieren, sondern es ist einfach eine Aufklärung über die historische Begebenheit. Okay. Es gab dort eben also sehr verbindende Qualitäten. Das sieht man nochmal die Pythia. Hier sieht man die Göttin Demeter, die einen Trank bekommt von einer alten Bäuerin. Ja, und dieser Trank hat also auch anscheinend eine entsprechende Symbolik, weil, wie gesagt, aus diesem Demeter-Mythos heraus sind die Mysterien entstanden, wo diese Initiationspraxis nachher geschehen ist. Ja, okay. Ja, und hier sehen wir zwei andere Bilder, das hatten wir gerade schon. Ne? Das ist also auch so ein Initiant, der im Grunde hier einen Trank erhält und auf dem geflügelten Wagen sitzt. Was ein geflügelter Wagen mit einem macht, ist klar. Man hebt ab. Und da nochmal ein ähnliches Bild mit der Pythia auf dem Dreifuß sitzend, in die Schale schauend. Okay? Ja, und eine weitere verbindende Qualität zwischen diesen Mysterien und dieser Zeit und diesen Qualitäten auch ist natürlich das Thema der Persephone, ja, und des Rauschgottes Dionysos. Also hier gibt es eine Parallele. Da sieht man die Persephone mit diesem Apfel des Todes. Das ist ja auch ein Erdmysterien-Mythos, dass eine Göttin in einem Apfelgartenparadies einem Heros den Todesapfel reicht und in dem Paradiesgarten wohnt ja auch meistens eine Schlange. Und das wurde hinterher von den patriarchalen Kulturen einfach nur umgedeutet. Und ja, das stand eben, wie gesagt, bei den Demeter-Mysterien mit diesem Korn in Verbindung und das Korn ist ja, wie gesagt, der Träger des Mutterkorns. Und hier sieht man wieder diese Verbindung zwischen dem Ekstatischen und diesem Waldgeistigen und dem weiblichen Element. Ja. Mhm. Ja, und da ist eben Dionysus ein Hauptvertreter. Er ist also ein androgyner Typ, könnte man sagen. Hier, das ist von Da Vinci. Man erkennt ihn immer auch an diesem Leopardenfell, häufig dann eben an der Efeukrone oder an den Weinreben und an diesem Tyrosstab, das sind so Insignien. Da reitet er ja auf so einem Leoparden und hat oben eben dieses Efeu. Efeu steht ja immer auch für das ewige Leben, deswegen findet man das natürlich auch auf Friedhöfen viel. Ja, und der Phallus, der da ein bisschen kastriert wurde, der ist auch sein Symbol gewesen. Und der Phallus ist im antiken Griechenland einfach nicht unbedingt nur ein Symbol für das Männliche, sondern ist auch immer ein Symbol, ganz klar, für die Fruchtbarkeit des Lebens. Und man findet diese phallischen Darstellungen auf allen möglichen Skulpturen und Vasen und so weiter. Aber das ist eben auf Delos hier, auf der Insel, und da gab es Phalli über Phalli, du konntest Alleen entlanglaufen mit riesigen Penissen. Anscheinend ist ja heute nicht mehr so ganz viel von da. Jetzt lass das mal so ein bisschen einsinken. Ewiges Leben, Raubkatzen, ein Wein, ne? Efeu. Ja, also diese Kategorien, die wir so benennen, oder er hatte auch Schlangen um die Füße gewickelt. Ja, lass das mal so wirken. Also der ist im Grunde eine Art
Zwischenwesen, könnte man sagen, was so zwischen diesem männlichen und dem weiblichen Prinzip gestanden hat. Ja. Der Wein ist also, er wird immer wieder dargestellt hier mit so Weinkratern. Der Wein ist also für ihn sein Erkennungszeichen, deswegen wird er auch als Weingott bezeichnet, der Gott des Weines. Es gibt ja auch im Christentum ein Weinwunder von Kana zum Beispiel, wo Jesus Wasser in Wein verwandelte. Das ist zufällig, fällt das auf das gleiche Datum wie ein Fest, Rauschfest, Weinfest des Dionysus vorher. Das gibt es übrigens öfter, weil man halt sehr viele Attribute von griechischen Gottheiten, dann, die sehr bekannt und sehr hip waren zu der Zeit, vom Volk sehr akzeptiert waren, die hat man dann rübergenommen. Ja, also auch der Geburtstag eines bestimmten Herren aus Nazareth zum Beispiel oder überhaupt die Ikonografie mit dem Lichtvollen, da kommen wir noch drauf. Ja. Die römische Variante ist vielleicht ein bisschen bekannter, das ist dann eher Bacchus. Ja, da sieht man aber schon in der Ikonografie einen Unterschied. Das heißt, das ist so dieses, klar, das ist jetzt was Barockes, aber da kommt so dieses Verniedlichende auch schon rein. Ja. Das heißt, also in der römischen Kultur hat sich das schon stark auch verändert dann. Ja. Okay? In der griechischen Mythologie gibt es auch eine enge Verbindung zwischen Dionysus und Eros. Da sieht man, wie er ihm seinen Wein reicht. Und der Eros ist ja ein ambivalentes Wesen auch, der auf der einen Seite von seinem Vater und von der Mutter also unterschiedliche Qualitäten bekommen hat. Er ist auf der einen Seite voll die Fülle, ja, die er so als Attribute mitbekommen hat, und auf der anderen Seite schafft er eben diese Sehnsucht, wenn er den Pfeil auf jemanden abschießt und dieses unabänderliche Verlangen. Und das ist also auch, dass die beiden da so zusammen zu sehen sind, ist kein Zufall. Mhm. Genau, es geht um, beim Dionysus, wenn wir über Dionysus sprechen, geht es um Ekstasis oder Ekstase. Was ist damit gemeint? Ekstasis ist ein Sammelbegriff für außergewöhnlich intensive Zustände. Es ist Exhistastai, ist das außer sich geraten oder die Verzückung, das aus sich heraustreten, außer sich sein. Vergleich, ja, außerkörperliche Erfahrungen, Rausch, Stichwort auch Raserei, benutzt man früher häufig. Mystische Verzückung, wie man das rechts sieht auf dem Bild unten. Ja, oder religiöse Erregung, also solche Zustände, wenn Leute da lange irgendwie in der Versenkung sind oder im Gebet sind oder in Lourdes, da gibt es diese Dinge auch. Ja. Es ist ein rauschartiger Erregungszustand mit einer Bewusstseinshemmung in real erlebter Qualität. Und es geht parallel häufig mit einem Trancezustand einher oder Trancezustände werden dadurch eben initiiert. So, das ist ein bisschen paradox. Also du hast auf der einen Seite den Erregungszustand und auf der anderen Seite eine Bewusstseinshemmung. Und dadurch entsteht eine Bewusstseinserweiterung. Das heißt also, du brauchst eine Hemmung hier, damit das Rauschartige von hier mehr Raum bekommt und dadurch dir einen anderen Bewusstseinszustand öffnen kann. Und das hat eben, das verkörpert dieser Herr, dieser Gott des Rausches, dieser Herr Dionysus. Und der Wein, Claudio Naranjo hat damals gesagt, I think they mixed something under it. Ja? Also er war sich sicher, dass die nicht nur den Wein gegeben haben, sondern im Wein war noch was drin, vielleicht Tollkirsche oder irgendwas. Und dass das eben halt eine Metapher dafür war, dann auch für dieses extreme veränderte Bewusstsein. Es kann eben, wie gesagt, auch durch Reizdeprivation erfolgen. Das wäre dann eher so Askese, Fasten, Isolation. Da ist so ein Samadhi-Tank oder Floating-Tank. Ja, da ist man also in so einem Salzwasser-Schwebetank und schwebt da drin rum und sinkt dann da so quasi völlig drin ein. Es ist so eine Rückkehr in den Uterus, könnte man sagen. Der Delfinforscher John C. Lilly hat diese Dinger entwickelt und hat dann damals da drin auch LSD genommen. Und hat dann eben gesagt, okay, das ist wie, als wenn du noch mal im Mutterbauch bist. Ja, so, und
Ja, das andere ist eben die Reizüberflutung. Das ist eher der Weg des Dionysos. Das ist über Musik, über Gesang, Tanz, Substanzannahme, Atmung oder auch eben über tantrische Techniken. Und es gibt natürlich Zustände von Überwältigung, die dabei auch eine Rolle gespielt haben, weil die Frauen, die in dieser Raserei drin waren, im Wald irgendwann kollabiert sind. Und dann waren sie in einem veränderten Zustand. Da gibt es auch heute noch in Bulgarien oder in diesen Randgebieten, auch zu Griechenland zum Beispiel, da gibt es immer noch so teilweise alte Frauenzirkel und Kulte, die sowas noch machen. Und die rennen dann so lange im Wald rum, bis sie irgendwie umfallen. Und dann sind die eben in einem veränderten Zustand für teilweise Tage. Ja, das ist wohl auch ganz spannend, denke ich, dass es solche Praktiken heute noch gibt. Ja. Genau. Alexander Lowen, das ist ein Schüler von Wilhelm Reich, der hat also die Persönlichkeit ja eingeteilt in eine Konstitution, in eine Physiologie und in die Psychologie. Das heißt, wir haben also einen Organismus, einen Körper, der eine bestimmte Konstitution hat und der eine gewisse Reaktionsfreudigkeit hat. Und darüber liegt eben eine gewisse Selbstwahrnehmung und, wie er das nannte, gewisse Lustfunktionen, die also das im Grunde, was Reich ja auch die Lebensenergie nannte, dann im Grunde betreffen. Ja. Und die Ich-Identität, ja, also das, wo wir uns häufig drin bewegen, me, myself and I, ja, die Psychologie. Und da ist, denke ich, ganz klar, wenn wir uns den Menschen heute angucken, dass man ganz viele Themen nicht nur hier abarbeiten kann, sondern dass wir eben diese Bereiche auch brauchen. Und das hat er ja, glaube ich, sehr gut erkannt. Okay. Ja, er sprach dann von einer organismischen Einheit des gesamten Körpers, sprich also von einer Wechselwirkung, ja, von einer körperlichen Gesundheit, die auf das Geistige wirkt, auf das Gefühl wirkt, so, und die auf das Geistige dann wirkt und wiederum auf das Sexuelle auch wirkt, und dass es da eben die ganze Zeit eine Wechselbewegung auch gibt. Und das ist im Grunde diese ganze Arbeit, die er dann gemacht hat mit der Bioenergetik, ist auch eine sehr dionysische Arbeit und eine Rückkehr ein Stück weit in dieses alte Bewusstsein. Ja. Also in dieses Instinktive, wo ich schon gesagt habe, dass die Griechen da weitaus weniger prüde waren, hat man den Eindruck, als das heute häufig der Fall ist. Ja, das ist der FSK 18-Bereich, deswegen muss ich das Video dann... ja, genau. Also da sieht man eben zum Beispiel die Mänaden, oder da ist das sind die Frauen im Gefolge des Dionysos mit diesen Waldgeistern, oder hier sieht man den Dionysos und da haben sie auch diese Flöten, also die Musik, die die dann gespielt haben, das war nichts, was man mit heutiger Musik vergleichen könnte. Es muss ein irres Getöse gewesen sein aus Scheppern und arrhythmischen Klängen, also einfach ein Lärm. Ja, also wirklich ein Lärm. Deswegen wurde er auch als Bromios beschrieben, der Rufer, der Lärmer. Also das ist, ja, das ist also auch ein ganz wichtiger Teil dabei gewesen. Ja, also der Klang, okay? Ja, wie gesagt, die Satyren spielten dabei auch eine wichtige Rolle. Hier sieht man einen Satyr mit einem Ziegenbock in Kopulation. Auch interessant, weil, wie gesagt, später wurde daraus ja dann der Teufel gemacht. Und der Ziegenbock ist ja bis heute immer noch das arme Schwein, was dann in die Wüste geschickt wird in manchen Religionen und mit allen Sünden beladen wird. Ja, also das kommt im Grunde zurück daher, weil das Instinktive nicht sein darf. Ja? Genau. Die Mänaden hatte ich gerade schon gesagt. Also das sind diese wilden Frauen im Gefolge des Dionysos und die haben, kannst du weitermachen, die haben also hier auch mit einem, jetzt ein Tigerfell in dem Fall, da sieht man wieder die Efeukrone. Die haben also diesen Stab auch, um sich in diesen Rauschzuständen abzustützen zum Beispiel, dass man dann nicht umfällt. Und die haben also dem Mythos nach zum Beispiel Wildkatzen in der Wildnis mit bloßen Händen gerissen. Also das heißt, da ist wirklich, da muss eine enorme Kraft gewesen sein, wer also eine Wildkatze mit der Hand zerlegt, ja, selbst wenn es jetzt nur ein Mythos ist.
Das steht für etwas. Das ist alles nicht zufällig. Also in der griechischen Mythologie gibt es nichts, was zufällig ist, sondern jedes Element hat immer eine Bedeutung, die ganz essentiell und existenziell war, sonst wäre das so nicht formuliert worden. Man hat also nichts einfach nur um der Kunst willen getan, sondern es hatte immer eine tiefergehende Anknüpfung. Ja. Von Schlangen umwunden, das hatte ich ja schon gesagt, der Dionysus. Wir haben ja auch manche religiöse Kulte und Sekten auch in Amerika noch, die heute das auch noch praktizieren, zum Beispiel, dass sie sich im religiösen Ritus in einem Trancezustand dann Giftschlangen rumreichen und in völlig ekstatische Zustände dabei geraten. Da werden auch jedes Jahr zig Leute gebissen und es sterben auch immer wieder Leute, die das dann da mitmachen. Das sind vor allen Dingen christliche Gruppierungen, die das machen. Ja, die haben das also ich finde, da kann man das eben live nochmal sehen, solche außer sich geratenen Zustände. Ja. Genau, und dann gab es eben diese dionysischen Züge, der hatte also eigentlich keinen richtigen Tempel, sondern das waren vor allen Dingen immer spontan organisierte wilde Feste und die zogen halt quasi durchs Land. Und da ging es natürlich, wie man schon gerade gesehen hat, auch um Sexualität, also Frauen, die an bestimmten Tagen dann da mit Männern irgendwie wild kopulierten, da gab es auch vom Patriarchat keine Strafen oder irgendwas, obwohl die griechische Kultur eben dort zu der Zeit schon eben sehr patriarchal war. Das heißt, da gibt es irgendwie noch so diese Brücke zu dem Alten, weil in den matriarchalen Kulturen gab es das ja auch nicht, ein Mann, eine Frau, sondern da war immer die Sippe und der Stamm und man lebte halt polygam, weil man wusste sowieso nicht, ob der Zeuger von der nächsten Jagd lebend zurückkommt. Und das hat einfach in dieser Struktur und Kultur auch Sinn gemacht. Ja. Und das ist vielleicht noch so eine Rückbesinnung auch daran. Jetzt kommen so ein paar Bilder dazu. Da seht ihr den Dionysus auch mit einer Schlange umwickelt hier vorne. Und hier natürlich immer dann auch die Raubkatzen, beziehungsweise hier hat er auch die Zimbeln in der Hand. Da oben irgendwie so eine Trommel. Ja, das ist so ein Tizian-Bild. Kannst einfach mal das nächste, einfach mal weiter, nur die Bilder mal so ein bisschen wirken lassen. Genau. Mhm. Rubens, das ist natürlich schon alles ein bisschen fetter, hätte ich beinahe gesagt. Ein bisschen schwerer so. Genau. Hier, da kommt natürlich dieses ganz Ekstatische nochmal sehr durch, finde ich. Ja, und das ist jetzt schon der Wechsel. Das hat eine andere Qualität, ne? Das sieht man. Ne? Das ist jetzt eben, das sind die Bacchanalien in Rom. Und die sind ja vor allen Dingen reduziert worden nachher auf eben Sexualität. Und Rausch anscheinend auch, aber vor allen Dingen auf Sexualität. Und das kippte dann von so einem sakralen Ritus in was sowas Promiskuitives. Also da ist irgendwie, hat sich qualitativ etwas verändert und die wurden dann später ja auch verboten. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, 12.000 Teilnehmer wurden, glaube ich, hingerichtet. Also wenn die Zahl stimmt. 12 oder 1.200 wüsste ich jetzt gerade nicht genau. Aber es ist, also die römische Regierung hat das an einem bestimmten Punkt komplett mit massivster Gewalt verboten und beendet. Und da war dann auch so dieser Beginn des Überganges, könnte man dann auch sagen. Ja. Okay. Und jetzt nochmal zum Mythos selber. Also das ist ja, da ist ja der Zeus, ist ja der Vater und der Zeus vom Dionysus und der Zeus, dieser oberste Gott, hat ja alle möglichen Frauen, Göttinnen, Halbgöttinnen geschwängert. Obwohl er eben diese Streitehe mit der Hera hatte. Da ist zum Beispiel dieses ganz Bekannte, wo er die Göttin Europa entführt als Stier. Ja. Und das ist beim Dionysus nicht viel anders gewesen. Hä? Falsche Folie aufgemacht. Hatte ich doch geändert. Naja, gut. Also es gibt da verschiedene Geschichtsvarianten. Ich hatte mich in meinem Buchartikel im vorletzten Jahr, über Dionysus hatte ich mich auf die Geschichte vom Zagreus begrenzt. Das ist ein thrakischer Gott gewesen im Grunde. Und der hat, also so nordgriechischer. Und da gibt es eben diesen Mythos, dass der Zeus den Zagreus, der häufig auch als dieses kleine Kind, was hier jetzt sitzt, als ein Wesen dargestellt wird mit einem Stierkopf. Das ist ganz spannend. Der konnte sich aber auch in Löwen verwandeln.
So, also konnte, er war ein Gestaltwandler und das finden wir im Schamanismus ja auch sehr viel. Und der Zeus wusste natürlich, dass dieses Kind, was er da gezeugt hatte, mit Persephone, ja, das muss man sagen, seine Nichte Persephone, hat er dieses Kind gezeugt, also die Unterweltgöttin, in einer Höhle und er war in Schlangengestalt. Und da ist dieses Kind bei rausgekommen. Also man muss jetzt so die Chiffren nehmen und übersetzen. Und dann hat er das Kind in einer Höhle versteckt, weil er wusste, die Hera wird es umbringen. Und er hat dann diese Kureten hießen die, diese Krieger da vor der Höhle platziert und die haben halt ständig einen riesen Lärm gemacht mit ihren Waffen, dass Hera das Geschrei des Kindes nicht hören konnte. So, und irgendwann hat Hera das dann doch spitz gekriegt und hat dann die Titanen geschickt. Das Titanische, das sind ja so diese ganzen wirklich grausamen, instinkthaften Impulse, die auch im Menschen sind. Und die hat sie dann dahin geschickt und vor die Höhle und die haben dann versucht, das Kind rauszulocken. Haben alles Mögliche versucht, hat nicht geklappt. Erst mit einem Spiegel haben sie geschafft, das Kind rauszulocken. Spiegel ist auch wieder so ein spannendes Bild. Und dann haben sie das Kind draußen, das hat sich dann als Schlange verwandelt, als Löwe und so weiter, dann mit den Titanen gekämpft, hat verloren und wurde dann von den Titanen getötet und in Stücke gerissen. Und dann wurden die Stücke, jetzt kommt's, auf einem Dreifuß mit einem Kessel drauf, gekocht. Und das erinnert uns wohl ganz deutlich an eine schamanische Initiation und einen schamanischen Tod. So. Ja, und das hat Zeus dann mitgekriegt und dann wurde der ziemlich wütend und hat dann die Titanen mit seinen Blitzen, Blitz ist immer eine Metapher für die pure Energie des Lebens, in Asche quasi pulverisiert und hat dann die restlichen Gebeine genommen und hat sie dem Apoll gegeben, der auch sein Sohn ist, dem Apoll gegeben, um sie in Delphi, was ja der Platz vom Apollon war, wo er den Python besiegt hatte, in Delphi zu begraben. So, das ist eine Variante. Und man weiß genau, dass Delphi eben die Ruhestätte, also auch die Wohnstätte vom Dionysos ist. Nämlich in der Zeit, wenn Apoll nicht da ist. Und wann ist der Lichtgott nicht da? Nacht, ja, okay, also von der Jahreszeit her? Genau. Dann ist Apoll in Delphi nicht anwesend und dann bewacht Dionysos für ihn stellvertretend den Platz. Ja. Also das ist eine, glaube ich, ganz eindrückliche Mythe, wo er aber eben als Zagreus beschrieben wird, weil es aus einem etwas anderen kulturellen Rahmen kommt, aber die Chiffre ist letztendlich die gleiche. Und die andere Variante, die bekanntere, ist die, dass Zeus eine weltliche Frau geschwängert hat, die Semele, und sie wollte dann irgendwann sein Antlitz sehen, weil im Dunkeln konnte sie ihn immer nicht erkennen. Und dann wollte er das nicht und sie hat darauf gedrängt, dass er sich ihr voll und ganz zeigt. Und dann ist sie im Grunde an seiner Strahlkraft, ist sie an seiner, an der Helligkeit seiner Blitze, ist sie im Grunde dann gestorben. Was er dann gemacht hat, ist, dass er im Grunde dieses ungeborene Kind, was schon in ihr war, quasi aus ihr herausgenommen hat und übernommen hat. Und hat dem Kind, war dem Kind quasi ein stellvertretender Vater. Und da ist auch wieder dieses Stirb- und Werde-Prinzip. Hier hat Dali mal den Dionysos gemalt und auch die Weintrauben und in den Weintrauben hier die Todesschädel. Ja, also das ist, der Todesschädel ist ja in vielen Kulturen auch genau dafür eine Metapher, für diese Wiedergeburt. Ja. Und in der Orphik, da geht es häufig um eben genau diese Reinigung dieser titanischen Elemente. Das ist dieser Titanensturz hier gemalt. Das wird auch häufig als Phönix aus der Asche beschrieben, als Wiedergeburt des Phönix. Und die titanischen Elemente, wie ich gerade schon sagte, sind in allen von uns letztendlich die, man könnte sagen, was Jung auch die Schattenseiten beschrieben hat. Und das ist so das, was eben in diesen Tod- und Wiedergeburtsprozessen auch im Schamanismus und so weiter einfach eine Rolle spielt. Es gibt unterschiedliche Kulturen, die das einfach unterschiedlich verpacken.
Ja, und Zeus hat dem Kind dann einen zweiten Uterus gegeben. Das war in dem Fall sein Oberschenkel. Da hat er es quasi eingepflanzt und im Oberschenkel dann ausgetragen und dann hinterher eben zur Welt gebracht. Und einer der späteren Lehrer von ihm war dann Silenus. Und das ist auch so ein Waldgeist, der einen deutlichen Hang zum Alkohol hatte. Also man würde heute sagen, ein Alki war. Und von dem hat er Dionysus dann die Geheimnisse der Natur und des Rausches gelernt. Und nachher wurde Silenus einer seiner Nachfolger. Also der wird schon wirklich immer so dargestellt als hammerharter Trunkenbold. Aber hier sieht man ihn eben mit dem Dionysus-Baby auf dem Arm. Ja. Okay. Und ja, da sieht man ihn hinterher auch dann im Gefolge des Dionysus hier, wie sie ihn da tragen müssen, weil er einfach zu betrunken ist. So, und ja, da gibt es ja auch die Geschichte, wo dann der Dionysus auf dem Esel reitet. Ja. Erinnert einen vielleicht auch so ein bisschen an einen anderen Mythos. Ne? Und es gibt in Pompeji zum Beispiel diese sehr gut erhaltene Villa de Mysteri. Ja, wo diese ganzen, weil wegen des Vulkanausbruchs ist das ja alles da pulverisiert und eingeäschert worden, hätte ich beinahe gesagt. Und da sind die Fresken zum Teil noch sehr gut erhalten. Und das war vermutlich auch eine Initiationsstätte in Pompeji. Und da sind also diese ganzen Sachen noch schön beschrieben. Hier sieht man den Silenus, wie er da Initianten in diesem gelben Gewand hier den Krug hinhält mit dem Getränk drin. Der Dionysus hängt hier schon schlaff im Sessel oder ist schon irgendwie weggetreten. Und da hinten schaut jemand mit so einer klassischen Theatermaske um die Ecke. Ja, das Theater ist ja wie gesagt das, was aus diesem ekstatischen Ritus des Dionysus dann entstanden ist. Ja, okay. Ja, und dann gibt es noch diesen Bereich von Dionysus und Ariadne. Sie ist ja die Helferin und die Gattin des Dionysus. Wie gesagt, sie ist auch die Dame, die dem Theseus den Faden hält. Sie war mal eine sterbliche Frau und Dionysus hat dann eben als Gott seine Mutter Semele später zur Göttin erhoben und auch sie. Er schenkte ihr mit Edelsteinen, Amethyst-Edelsteine waren die Edelsteine des Dionysus, schenkte ihr einen Kranz, den er selbst von Aphrodite, der Schönheitsgöttin, damals erhalten hatte. Und ja, in diesen ganzen Bildern dieser Züge sieht man ihn ja immer auf diesen Wagen mit den Tigern oder Raubkatzen davor oder Leoparden. Das ist auch eine Anleihe an die alten großen Göttinnen, die immer von diesen Raubkatzen begleitet wurden. Katalhöyük und so weiter, überall sieht man diese Göttin thronend mit Raubkatzen neben sich oder teilweise auch auf so einem Wagen. Also das ist auch noch wiederum dieses Rückbinden an das Alte. Und dort wurde sie eben zu einer Fruchtbarkeitsgöttin. Ja, okay. Ja, und das Spannende ist, einer seiner Söhne, Priapos, das ist ein Sohn von Dionysus und Aphrodite, die hatten also auch was miteinander, das war in der griechischen Antike so relativ flexibel alles. Das ist ein Fruchtbarkeitsgott, den man opferte, und zwar bei Impotenz. Deswegen hat er hier auch so einen Phallus. Ja, da sieht man so ein nächtliches Opferritual, das ist so ein Altar von dem, und da wird quasi so ein Schwein mit einem roten Band hier quasi geopfert, und das wurde anscheinend in Eleusis auch gemacht. Und die Mysten, die dort eingeweiht werden sollten, hatten häufig auch rote Bänder. Ja. Mhm. Ja, und dann gibt es eben auch einen grausamen Tod des Dionysus. Der wurde nämlich irgendwann, da ist es wieder, von seinen eigenen Nachfolgerinnen, den Mänaden, im Rausch und Wahn in Stücke gerissen. Und dann haben sie sein Fleisch quasi verzehrt, roh auch. Und hier sieht man also ein spezielles Bild, wo die hier so in Ekstase am Tanzen sind, auch hier am Trommeln sind. Und hier ist der Dionysus an einem Pfahl festgebunden. Da wächst der Efeu noch dran hoch. Und davor liegt quasi hier auf dem Altar, steht der Wein. Und ja, da haben die dann entsprechend den Wein getrunken in diesen Ritualen und symbolisch auch Brot gegessen. Vielleicht erinnert euch das auch zufällig an einen späteren anderen Mythos von einem Heros, der auch irgendwie an so einem Pfahl. Naja, gut, aber das ist rein zufällig. Okay. Ja,
Delphi. Also das ist ein Blick auf Delphi. Genau. Hatten wir jetzt gerade schon, habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Kannst du weitermachen? Genau. Delphi war eben, wie gesagt, der Platz der Urschlangenkraft. Diese nachgebaute Säule ist da auch ein Symbol dafür. Und hier, wie ich gerade schon gesagt habe, hat sich das Dionysische mit dem Apollinischen, da sieht man Apoll mit dem Pferdewagen als Kopf, an diesem exponierten Platz, hier hat sich das quasi getroffen. Und hier sind diese beiden Urkräfte eins geworden, könnte man sagen. Walter F. Otto sagte, mit dem Bund zwischen Dionysos und Apollon hat die griechische Religion ihre erhabene Höhe erreicht. Es kann kein Zufall sein, dass Apollon und Dionysos zueinander gekommen sind. Sie haben sich angezogen und gesucht, weil ihre Reiche trotz der schroffsten Gegensätzlichkeit doch im Grunde durch ein ewiges Band verknüpft sind. So, und wenn wir das jetzt auf den Körper übertragen, ist das im Grunde nochmal das lichte Erkennen und das instinktive Triebhafte und das Emotionale, sprich Neokortex, limbisches System, Stammhirn. Ja. So, das ist auch ein bisschen das, was Nietzsche beschrieben hat, in dem Sinne des Apollinischen und des Dionysischen, als Gegensätze, die aber zusammengehören. Okay. Ja, hier sieht man mal das Theater, dieser Blick, wie das aussieht. Kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, wenn man da sitzt und dann da noch ein Schauspiel sieht. Die haben ja die Götterszenen dort reinszeniert, jeder kannte die ja. Und die haben sich dann dort mit dem, was da passiert, voll verbunden innerlich. Und sind auch wahrscheinlich in Zustände reingekommen. Haben möglicherweise auch Sachen dazu konsumiert, wer weiß. Und konnten dann das Thema, um das es in diesem Mythos ging, genau wie ihr jetzt hier auch, hier gibt es jetzt ja einen Themenkontext. So, und ihr könnt einfach mal schauen, was das mit euch macht. Hier geht es um Fruchtbarkeit, hier geht es um Ekstase, es geht um volle Lebenskraft, um all diese Dinge, die wir hier besprochen haben. Und da wird irgendwas dabei sein, was dich betrifft. Und vielleicht kannst du das als Hintergrund nehmen, als Hintergrundrauschen für die Sessions, die wir jetzt hier haben werden. Ja, und das haben die Menschen in den Rängen auch gemacht. Und sie sind dann zum Beispiel, wenn Medea, sie wussten jetzt gleich, wird sie ihre Kinder erdolchen, jetzt gleich. Und dann haben die Mütter in den Rängen gespürt, was sie für eine Wut haben auf ihre Kinder oder vielleicht sogar Mordlust. Und haben sich damit identifiziert, projektiv. Und dann haben die gekreischt, geheult und haben das rausgebracht. Das war dann die Katharsis. Und da mussten sie es nicht in echt machen, sondern sie konnten es da rausbringen und wie bei so einem Ventil ablassen und sie brauchten es nicht real zu tun, sondern es war ein stellvertretendes Tun und dafür waren Rituale immer gut. Ja. Und das ist auch letztendlich dann Heilung, weil dadurch ja wieder eine Balancierung im System kommt. Ja. Mhm. Ja. Die Tragödie ist die Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Handlung von bestimmter Größe, in anziehend geformter Sprache, wobei diese formende Mittel in den einzelnen Abschnitten je verschieden angewandt werden. Nachahmung von Handelnden und nicht nur durch Bericht, die Jammer und Schaudern hervorruft und hierdurch eine Reinigung, in Klammer Katharsis, von derartigen Erregungszuständen bewirkt. Das ist genau das, beschreibt Aristoteles über eben die Tragödie und das Drama, was letztendlich eine Nachfolge dieser Tradition ja ist. Und ja, wenn wir jetzt ans heutige Theater denken, da erleben wir da natürlich auch nur noch bedingt was von. Wenn wir an heutige Fernsehsendungen denken, da ist das auch ein bisschen drin, aber sehr, sehr in homöopathischer Dosis. Womit ich nicht sagen will, dass es nicht eine Wirkung hat. Wenn ihr bestimmte Männerfilme im Kino seht, die da laufen und die Männer kommen hinterher aus dem Kino raus, laufen die auch erstmal so. Ja, das hält dann nicht so ganz lange an, ja, dass wir also uns rückverbinden mit dem, was wir, wo wir das Gefühl haben, das ist gar nicht unseres. Das ist mir total fremd. Das ist das Gegenteil von dem, was ich bin. Das Gegenteil von dem, was ich gut finde. Das Gegenteil von dem, wie ich mich definieren würde oder was ich in meinen Rahmen stellen würde. Und dann beginnt ein tieferes Wachstum, als wir es vielleicht jemals erlebt haben oder uns vorstellen konnten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören.